Herr Hafenecker, jetzt hatten wir gerade den Ibiza-Ausschuss und danach den sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Brauchen wir wirklich noch einen, der sich hauptsächlich wieder mit der Volkspartei beschäftigt? Ja, offensichtlich macht es die Volkspartei notwendig, dass man immer wieder Untersuchungsausschüsse macht. Und ich möchte Ihnen gerade anhand des Beispiels des KOFAG-Untersuchungsausschusses sagen, warum wir als Opposition eigentlich gar nicht anders können. Und zwar, es gibt einen vernichtenden Rechnungshofbericht, der sich mit der KOFAG auseinandergesetzt hat. Und in weiterer Folge gibt es ein VfGH-Urteil, das sagt, dass also diese Konstruktion der KOFAG verfassungsrechtlich nicht in Ordnung war. Und da stelle ich Ihnen die Gegenfrage. Also wenn die Opposition jetzt nicht hergehen würde und sagen müsste, gut, also sagen würde, gut, also da muss man jetzt genauer hinschauen, dann wäre es eigentlich ein oppositioneller Amtsmissbrauch, hier nicht genauer herauszuarbeiten, was eigentlich passiert ist. Und wissen Sie, gerade die KOFAG ist insofern wichtig, weil das der erste Meilenstein aus meiner Sicht ist, um dieses ganze Corona-Unrecht, das natürlich durch Schwarz und Grün angerichtet worden ist, wo man mutwillig Unternehmen zertrümmert hat, wo man in Wahrheit verantwortlich dafür ist, dass eine unglaubliche Insolvenzwelle auf uns heranrollt, ja, wo man das einfach mal genau betrachten muss, wie man sich da gerichtet hat, was man mit den 15 Milliarden gemacht haben. Sie haben versucht zu helfen, sie haben es nicht geschafft, sie schicken die Betriebe trotzdem in Konkurs. Also alles das gehört aufgearbeitet und wie gesagt, würden wir das nicht machen, ja, dann wäre es ein absolutes Aufsichtsversagen der Opposition. Und genau deswegen passiert das. Und genau deswegen haben wir auch gesagt, hier muss man genauer hinschauen. Das Interessante daran ist das, und da kann man natürlich darüber diskutieren, dass die ÖVP aus einer gewissen Beleidigtheit heraus einen zweiten Untersuchungsausschuss startet. Ja. Und ich sage immer, der Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss, weil da zeigt die ÖVP ihr wahres Gesicht, wie sie ist. Ja. Sprechen wir jetzt auch gleich noch. Ja, aber nur, da muss man mal schauen, was die ÖVP in der Lage zu tun ist, wenn irgendwelche Dinge nicht passen politisch. Die KOFAG nur zur Erklärung, das ist jene Finanzierungsagentur, die in der Pandemie die Corona-Hilfen ausgeschüttet hat. Herr Hafenecker, wird der Regierung da vielleicht ein bisschen Unrecht getan? Hat die eh genug getan gegen die Inflation zum Beispiel? Ich möchte erst einmal auf das replizieren, was der Kollege Stocker vorher gesagt hat, weil ich es nicht so stehen lassen kann. Ja. Was ich gemeint habe im Zusammenhang mit der KOFAG ist folgender Umstand. Sie haben bei den Firmen und Betrieben in diesem Land einen massiven Schaden angerichtet durch ihre überbordenden Corona-Maßnahmen. Für diesen Schaden gab es einen Schadenersatz. Und wissen Sie, was die Katastrophe dran ist? Sie haben 15 Milliarden Euro an Steuergeldern hergenommen und haben die als Schadenersatz aufgewendet. Das Problem ist aber momentan, und da können Sie sich die Zahlen anschauen, dass Sie die Betriebe, die Sie vorher geschädigt haben, denen Sie das im wahrsten Sinne des Wortes das Haus angezündet haben und denen Sie das Betriebsmodell verunmöglicht haben, dass Sie diese Betriebe ganz kurz vor dem Zieleinlauf einfach sitzen lassen. Und das ist das Problem, das jetzt auf uns zukommt. Es gibt noch 500 Millionen Euro, die durch die KOFAG gewidmet wären. Sie beide schaffen es nicht. Und das ist der Stillstand in der Regierung, dass der Herr Vizekanzler Kogler und der Finanzminister Brunner endlich einmal eine entsprechende Verordnung zusammenbringen, dass die letzten 500 Millionen ausbezahlt werden, damit die Betriebe nicht verhungern. Das schaffen sie nicht und das System muss man sich anschauen. War es zu viel oder war es zu wenig? Herr Kollege Stocker, Sie müssen ja lernen, zuzuhören. Ja, Sie vermuten, ja, Sie haben sich offensichtlich auf eine andere Diskussion vorbereitet, aber Sie haben mit Ihrer Wirtschaftsinkompetenz die Wirtschaft zerstört und mit den Schadenersätzen, die Sie nicht geleistet haben, für Dinge, die Sie vorher verursacht haben. Das ist der springende Punkt. Und wissen Sie, wenn Sie nach Deutschland schielen, das finde ich auch interessant, weil Sie sagen, ja, warum geht es Ihnen dort schlechter? Weil die jetzt schon das Modell haben, das Sie sich wünschen. Die ÖVP sagt ja, mit der FPÖ werden wir keine Koalition machen. Ja. Was ist die Konsequenz daraus? Wer ÖVP wählt, wählt zwei Linksparteien. Die Grünen werden aussortiert werden, Frau Kollegin, das werden Sie noch früh genug mitbekommen. Auf die Koalitionsvarianten werden die NEOS werden dann natürlich statt den Grünen hereingenommen werden und dann werden sie mit der SPÖ regieren, die gerade eine Marxistin an der Spitze hat. Ja. Also wer ÖVP wählt links und da bin ich schon gespannt, wie sich diese Ampel, die es jetzt in Deutschland gibt und die dafür sorgt, dass die Landwirte dort außer Rand und Band sind wir, wie sie das dann nach Österreich fortsetzen wird. Herr Hafenecker, mit Ihnen will scheinbar niemand regieren, zumindest nicht, solange Herbert Kickl in der Regierung wäre. Wie bitter wäre es denn für Sie, wenn Sie die Wahl wirklich gewinnen und dann trotzdem in der Opposition landen? Schauen Sie, ich glaube, grundsätzlich ist einmal wichtig vom Bundespräsidenten abwärts, dass man auch einen gewissen Respekt vor einem Wahlergebnis hat. Und sollte es so sein, dass wir nach der nächsten Nationalratswahl die stärkste Partei in diesem Land werden, dann wäre es, glaube ich, recht, auch hier einmal in Diskussionen einzutreten. Aber schauen Sie,
die Herrschaften, die Sie jetzt da gezeigt haben in ihrem Vorspann oder in Ihrer Einblendung, das sind doch nicht die Entscheidungsträger nach der Septemberwahl. Ja? Es wird weder ein Andreas Babler, dann noch SPÖ-Vorsitzender sein, noch ein Karl Nehammer, ÖVP-Vorsitzender mit einer historischen Niederlage. Wissen Sie, also, das heißt, wir arbeiten jetzt weiter an Konzepten für Österreich. Wir arbeiten natürlich auch weiter am Projekt Volkskanzler Herbert Kickl. Und wenn das erledigt ist, dann wird die Wahl geschlagen und dann wird man sich zusammensetzen. Ich bin überzeugt davon, dass analog zu Niederösterreich oder zu Salzburg auch Optionen da sind, um dieses Land in die richtige Richtung zu führen. Aber wäre das für Sie denkbar, einen Kompromiss einzugehen, eine Regierung zu bilden, in der Herbert Kickl nicht sitzt? Absolut nicht. Ja. Entschuldigen, das wäre ein Wahlbetrug. Ja. Wir gehen mit Herbert Kickl in die Wahl. Herbert Kickl wird gewählt werden und dann den Herbert Kickl nicht zum Volkskanzler zu machen, wäre absoluter Verrat am Wähler. Also das geht überhaupt nicht. Und wer die FPÖ kennt, weiß, dass wir hier ganz, ganz geradlinig sind und da gibt es überhaupt keine Debatte. Herr Hafenecker, was ist da die offizielle FPÖ-Linie jetzt dazu? Sollen Menschen mit Migrationshintergrund, die sich nicht den österreichischen Werten, wie Sie sie definieren, angleichen soll, denen die Staatsbürgerschaft entzogen werden können? Ja, also jetzt muss man mal zweiteilig sehen. Auf der einen Seite, also Menschen, die zu uns kommen, sich da im Sozialstaat einnisten und nicht wissen, wie man sich benimmt, unsere Art zu leben missachten und schlussendlich dann irgendwelche anderen Gesellschaftskonzepte verfolgen, die haben hier nichts verloren. Das ist ganz klar. Die können sofort abgeschoben, das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite, und das ist ja die Diskussion, die ist leider Gottes ein bisschen verkürzt geführt worden, ja, muss man sich mal grundsätzlich anschauen, welche Menschen kommen zu uns und bekommen binnen kürzester Zeit eine Staatsbürgerschaft mit den ganzen weiteren Effekten, Familiennachzug und so weiter und so fort. Und wenn diese Herrschaften auch der Meinung sind, dass sie sich in unsere Gesellschaft nicht eingliedern müssen, dann muss man diese Staatsbürgerschaftsverleihung rückabwickeln. Und da geht es gar nicht darum, um Staatsbürgerschaften von Menschen, die hier geboren sind, sondern geht es um die, die sozusagen Neostaatsbürger sind und sozusagen bis dahin alles getan haben, um da irgendwie unauffällig zu wirken oder also unauffällig dazustehen und plötzlich also dann Aktivitäten entwickeln, die wir nicht akzeptieren können. Das gehört retour abgewickelt und darüber muss man diskutieren können. Und noch einmal, selbst eine links-linke BRD denkt darüber nach, möglichst rasch möglichst viele Menschen abzuschieben. Bundeskanzler Scholz, also Ihr Parteigenosse, ja, mit einer grünen Regierungsbeteiligung und mit einer liberalen Regierungsbeteiligung. Also warum soll man über diese Dinge nicht diskutieren können? Und genau das machen wir. Herr Hafenecker, wie sieht es bei der FPÖ aus? Die EU-Wahl ist die erste, die für Sie gut ausgehen könnte mal. Schauen Sie, also ich bin überzeugt davon, dass diese gelähmte Regierung weitermachen wird, weil sie in ihren Ämtern festkleben, dass die bis September durchdienen werden und dann wird hoffentlich ein gewisser Erlösungsfaktor eintreten. Dann wird die Bevölkerung mal sagen, was sie von der Politik, die sie beide gemacht haben, hält. Und dann werden wir schauen, wie die Karten neu gemischt werden. Ich bin aber positiv, dass wir das Jahr 2024 mit einer guten, also ganz gut beenden werden mit einer politischen Neuausrichtung.